Wo sind wir? Es ist ein großes Rendezvous im Winter für die Läden und für die Kunden, sollte, wo anfangs Jahr stattfinden. Eine Weile schon stellt man sich aber früher über die Sold. Sind sie noch rentabel? Sind sie noch interessant überhaupt in kleineren Gemeinden? Wir sind in Ingwiller, wo wir uns erkundigen in zwei historischen Geschäften. Kommen mit! Kleider findet man beim Schlotterbeck in Ingwiller schon Jahrzehnte lang. In dem Laden wurden die Kunden vom Anfang bis ans Ende begleitet. Ich wohne gerade in der Nachbarschaft und mein Geschäft, wo ich auch nicht einfach Kleider kaufe, ist der Schlotterbeck. Weil er viele verschiedene Marken hat und man immer etwas findet wie einem Post. So wie jetzt heute auch wieder. Am Ende ist das Päckchen voll. Die Familie Schlotterbeck besitzt noch zwei andere Geschäfte in Ingwiller mit Lingerie und junge Mode und eins in Sargemin. Insgesamt sind es 23 Mitarbeiter und der Patron, der Dani, der trotz der Retraite noch jeden Tag im Laden ist. Das ist unsere Kraft ein bisschen im Geschäft, dass die Kunden uns kennen und dass wir eben du sind für die Kunden, für sie empfangen und für eine frei zu machen. Ein Beruf, den er schon als Kind mit seinen Eltern gelehrt hat. Der Laden existiert an dem Ort seit mehr als 70 Jahren. Hier ist das alte Geschäft, so ist es gewesen. In den Jahren 39, 40, 45. Dort haben sie Textil, Wohl und haben auch noch ein bisschen Epicerie dabei gehabt. Jetzt das kommen sie von weit her, kann man sagen, weil wir haben viel Auswahl. Und wir sind bekannt worden. Wir haben viel Publicität gemacht, immer. Der Sohn, der Philipp, gibt es zu. Der Kontext ist schwerer als das. Die Kunden schauen mehr auf die Preise und auf Internet. On sait qu'on est sur une niche un petit peu et notre rôle c'est vraiment d'offrir un produit différent, d'offrir un service de qualité différente aussi et un accueil, une approche client différente aussi. On est dans les achats, que ce soit mes parents ou moi, quand on achète des produits, on pense à certains clients et c'est ce qui, quelque part, après, quand ils viennent en magasin et quand ça match et ça se passe bien, là on est super content, on est heureux et donc on essaye vraiment de correspondre au mieux aux attentes des clients et de trouver ce qu'on ne trouve pas partout ailleurs. Sie setzen auf Qualität und Marke. Das ist auch der volle paar Strassen weiter im Schuhgeschäft Mater. Er geixt, wenn ich gehe. Der Schuh geixt, ja. Gut, wenn wir noch schauen, wahrscheinlich ist der Cambrion dekaliert ein bisschen, hein? Und der Lims ist ein bisschen dilatiert. Und wenn wir das noch schauen im Atelier. Schuhmacher ist man in der Familie seit 100 Jahren. Selmols ist der Grosspapa vom Ersten Weltkrieg zurückgekommen und hat sein Atelier aufgemacht. Für die wenigen Kunden, die noch Reparaturen bestellen, schafft Jean-Marie Mater noch auf der alten Maschine. Voilà, da sind wir in der Cordonnerie. Hein? Donc, das sind noch Maschinen, wie mein Papa noch im Zweiten Weltkrieg gekauft hat in Straßburg, ja, wie ich schon Schuhmacher geholt habe. Mit kleinen, sind noch gut gehabt, das ist jetzt 40. Ein Geschäft wie früher, mit personalisiertem Rot und Empfang. Nun seht ihr, es ist jamais zu trinken. Dann haben wir immer noch den Kontrafort vorne ein bisschen durch, den Kontrafort Lippen vorne ein bisschen, mit der Souplesse und alles, dass es nachgeht. Ich kaufe immer meine Schuhe zusammen und bin immer zufrieden gewesen. Und das sind meine Oma und meine Eltern sind schon zusammengekommen. Treue Kunden, das tut wahrscheinlich auch dem Handel in Ingwiller Armeelischen dynamisch zu bleiben. Da kommen Kunden ein bisschen von überall, sogar von Ingwiller. Wir sind immer für die Deutsche Ingwohner. Die Zoll, glaube ich, immer. Aber vor Zeit ist immer ein großer Andrang gewesen. Es ist uns morgens am 9. Jetzt kommen die Leute gemütlich. Drumherum gibt es ein Einzugsgebiet von 30 Deutschen Einwohnern, vom Bitscherland bis auf Havenau. Kunden, die auf Ingwiller kommen, weil es, wie gesagt, gemütlich ist.